Und hier kann ich das permanent plus 2 machen. Guten Abend, Escort. Willkommen wieder da. Na, wie läuft's bei euch? Wie immer. Wie immer, alles gut, alles wunderbar. Wieder zurück aus dem Urlaub. Yay! Ich wollte gerade noch irgendwas erhöhen. Ich glaube Einfluss. Ray hatte es vergessen. Alles Gute nachträglich. Ja, vielen Dank. Kein Thema wegen vergessen. Ach, egal. Ich lasse das erstmal. Gut, jetzt muss ich erstmal wieder mit Leuten reden. Mit denen ich noch nicht geredet habe. Wie zum Beispiel diesem Typen, den ich alles geklaut habe. Bist du auch hier, um dich über mich lustig zu machen, oder willst du tatsächlich etwas kaufen? Ich glaube, ich habe bereits alles gekauft. Ich will mich über dich lustig machen, steht tatsächlich als Option. Bist du ein Händler? Gut erkannt, Bursche. Entweder du kaufst jetzt etwas oder du verziehst dich. Schlechte Laune? Ja, weil mich hier keiner ernst nimmt. Bist du etwa kein Dämonenjäger? Doch, aber nur weil meine Familie aus einem alten Dämonenjägergeschlecht kommt. Eigentlich will mich hier keiner. Lass dein Schwert zu Hause, sagen sie. Bleib bei deinen Zahlen, sagen sie. Ich werde denen schon noch zeigen, was ich drauf habe. Wie ging's dir in den letzten fast 2 Wochen, Escort? Cool. Kannst du mir etwas verkaufen? Natürlich kann ich dir etwas verkaufen. Aber vorher musst du etwas für mich tun. Ich finde die Auswahl schon genial. Übrigens an dieser Stelle, ich möchte nichts mehr von ihm kaufen. Ich habe bereits alles, was ihm gehört. Was soll ich sammeln? Pass auf. Ich will, dass du den Weltenverschlinger findest und mir sein Herz bringst. Ich brauche 300 Felsbrocken der Vernichtung aus dem Vulkan des Todes. Außerdem will ich, dass du an der tiefsten Stelle des Ozeans den verfluchten Schatz von Captain Blutklinge hebst. Zuletzt hätte ich gerne noch das Auge eines Drachen. Moment! Warte ganz kurz. Wurde mir das gerade ernsthaft aufgeschrieben? Ziemliches Auf und Ab und war alles dabei. Ich möchte nicht alles vorlesen. Wenn du etwas erzählen möchtest, höre ich gerne zu. Sonst noch was? Was kriege ich dafür? Ich muss einfach fragen. Sonst noch was? Ich mache nur Spaß. Es sind bloß Geschichten aus der alten Zeit. Wahrscheinlich gibt es sowas wie einen Weltenverschlinger gar nicht. Und der Schatz von Captain Blutklinge ist vermutlich auch nur eine Legende. Hey, ich bin Geschäftsmann. Natürlich verkaufe ich dir meine Waren, auch ohne, dass du etwas dafür tust. Ach, das war zu einfach. Ich find's interessant. Was wäre rausgekommen bei Was soll ich töten? Wahrscheinlich auch so eine Liste von abgefuckten Monstern. Zeig mir deine Waren. Nichts lieber als das. Okay. Langweilig, langweilig. Einfaches Hemd. Nichts. Oh, warte ganz kurz. Die Weste kommt nochmal drüber. Nehme ich. Oh, hier habe ich sogar noch Einschüchtern dabei. Nice. Nehme ich. Und hier habe ich noch irgendwas mit Kugelsicher. Ich nehme die normalen Stiefel. Auch so spannend ist das alles nicht. Vorbei. Ich bin jetzt offiziell Trauzeuge meines besten Kumpels. Muss also nach einem Junggesellenabschied planen. Herzlichen Glückwunsch und richte deinem Kumpel mein Beileid aus. Wobei, warte ganz kurz, ist er schon über 30, dann meinen herzlichen Glückwunsch. Muss mich da mal für den Swipclub entscheiden. Mein Onkel hat dafür tatsächlich mit einem Kumpel ein paar Swipclubs aufgesucht und dann ausgewählt. Die Meinung meines Onkels wurde nicht berücksichtigt. Nein,
Handel akzeptieren. Bring mir etwas bei. Creme. Oh, cool. Ich nehme den Beileid. Ach ja, und übrigens natürlich meinen herzlichen Glückwunsch an die Gemahlin. So wie es sich gehört. Ja, ich konnte etwas besorgen. Hier hast du sie. Das sind ja... Reden Sie weiter? Mehr war nicht zu holen. Okay, dann muss das erstmal reichen. Danke. Alles klar. Wenn mir bei meiner Wache an der Schlucht ein Schwein über den Weg läuft, sage ich dir bitte... Aldre, kann ich hier rein, ohne dass er sich beschwert? Oh, kann ich tatsächlich. Ich bin kein Goldschmied. Also ich kann da mal von dem Junggesellen Abschied erzählen, bei dem ich dabei war. Verdammt nochmal. Es lief nämlich so ab, dass wir... Es geht ja immer darum, dass man ja auch den Freund irgendwie so eine Art Last aufträgt. Und wir haben ihn dafür als Frau verkleidet und Chantal genannt. Ja, mit blauen Haaren und einem richtigen Kleid und allem drum und dran, so wie es sich gehört. Anschließend haben wir erstmal in unserer Stammkneipe ein paar Bier gezischt und eine Runde kurze. Und wurden dann anschließend von planmäßig von einem Bus abgeholt. Und zwar, pass auf, von so einem richtigen amerikanischen Schulbus. Dann haben wir... Oh, jetzt muss ich kurz überlegen. Dann haben wir... Sind wir in die Großstadt gefahren und haben erstmal ordentlich was gegessen, nachdem wir bereits Hacke waren. Also ich war an diesem Zeitpunkt schon so Hacke, dass ich nicht mehr geradeaus laufen konnte. Und ich dachte schon so, okay, ich werde gleich umfallen. Einfach so. Und dann werde ich so einfach auf die Straße so liegen kotzen. Sind was essen gegangen, haben anschließend... Oh, jetzt muss ich kurz überlegen. Haben wir dann im Stripclub... Sind wir dann sofort zum Stripclub oder sind wir nochmal was trinken gegangen? Ich glaube, wir sind danach sofort zum Stripclub. Übrigens, in dem Bus konnte man trinken. Wir haben die ganze Zeit nämlich Wodka Bull getrunken. Ja, übrigens, erst auf und dann trinken ist eine gute Frage. Das muss so sein. Da kann ich gerade nichts machen. Es ist wirklich so, dass man erst die Stimmung hebt. Man muss aber aufpassen, dass man nicht übertreibt. Und anschließend geht man dann halt wirklich erst was essen. Jedenfalls sind wir in einem Stripclub, haben ihm natürlich eine Privatshow gezahlt. An dieser Stelle Fun Fact, der Typ wurde ausgezogen, nicht die Tänzerin, was wir ein bisschen schade fanden. Ja, saufen, dann trinken. Ja, ist mir auch nicht sofort aufgefallen. Wo war ich jetzt? Ich finde es interessant, dass ich übrigens das Grimoire hier nicht gefunden habe. Sondern hier nochmal her muss. Dann Stripclub. Show gezahlt. Der Typ, unser Trauzeuge, wurde ausgezogen. Er wurde, also nachdem er nackt war, ist dann ein Kumpel zu ihm gegangen und dachte sich so, yeah, bam, und voll auf den Arsch geklatscht, während er auf allen vier da durch die Gegend gelaufen ist. Fun Fact, die Frau von dem Trauzeugen fand das wesentlich lustiger als die Freundin von dem Kumpel, der ihm auf den Arsch geklatscht hat. Also letzten Endes hatten wir eine längere Diskussion mit der Freundin von dem Arschklatscher als mit der Frau vom Trauzeugen. Was ich echt nicht verstehen kann, der hat ihm nur auf den Arsch geklatscht.
Und nach dem Stripclub sind wir noch in eine Disco gegangen. Was aber komplett nicht notwendig war, weil die Stimmung war nach dem Stripclub einfach so. Okay, wir waren mit Langweilern unterwegs, aber. Ja, oh, hier war ich wirklich noch nicht. Autsch, okay, das habe ich jetzt aber echt verdient. Ach, komm schon. Bewegung. Ah, sehr gut. Irgendwas fehlt noch. Ah ja, genau. Der Rückweg. Ah ja, genau. Wenn du was planst, plane einen Rückweg. Wenn nicht für alle nach Hause, dann wenigstens bis zu einem gewissen Punkt. Das ist wichtig, weil wir haben einen Typen gehabt, der das echt nicht drauf hatte und der so, ja, wir machen halt ein offenes Ende. Offenes Ende ist der größte Bullshit, den man einplanen kann. Ohne Scheiß. Also sag lieber gleich Bescheid, okay, wir haben hier... Wer ist das? Wir haben hier irgendwie zwei Ausstiegspunkte unterwegs. Da könnt ihr dann aussteigen, falls ihr Langweiler seid. Oder halt eben bis 4 Uhr morgens und da haben wir halt eine Rückfahrt zusammen. Wie auch immer die geplant ist. Und wirklich planen, dass es halt durchkommt. Wir mussten halt pro Person 30 Euro oder sowas fürs Taxi zahlen, einfach weil die Großstadt, wo wir hin sind, so weit weg war. Und ich finde, das gehört einfach dazu, dass man sowas plant, dass das nicht passiert. Wie kommt das schon hin? Musste schon den Junggesellenabschied planen. Kompliziertes Schloss. Echt? So war's schon mal? Achso, du warst aber nicht der Trauzeuge, sondern dann wahrscheinlich einfach dabei, oder? Oder warst du schon mal ein Trauzeuge? Weil da muss ich sagen, du hast einen echt krassen... Also, du bist echt der krasse Freund, wenn du zweimal Trauzeuge bist. Oh, das ist übrigens der Moment, wo ich mich frage, ob ich der Trauzeuge... Ich war dieses Jahr auf... Das ist übrigens der Moment, wo ich mich frage, ob ich für meinen Onkel mal der Trauzeuge werde. Oder ob er einen von seinen anderen Kumpels dafür holt. Ich wäre nicht mal sauer, wenn er mich hier nicht zum Trauzeugen macht. Liegt einfach daran, dass da so viel Verantwortung drin ist. Okay. Damit hätte ich das auch geholt. Jupp, da war ich nur Gast, aber Kumpel hat seine beste Freundin zur Trauzeugin bestimmt und sie hat mich gebeten, ihr zu helfen. Ja, da verstehe ich es dann aber auch. Wie kann man... Ich finde das aber ein bisschen unkonventionell, wenn man als Typ ein Mädchen als Trauzeugin macht. Nicht, dass ich es ablehne oder sexistisch bin. Ach Gott, ich habe gerade gesagt, ich bin nicht sexistisch, das war ja schon falsch. Nein, bin ich wirklich nicht. Nee... Es ist einfach wirklich dieses... Ich denke, man soll da ein bisschen Traditionen bewahren. Ich war Nummer 2 auf der Trauzeugenliste zum Glück. Das ist übrigens auch etwas, wo ich sage, ja, man kann eigentlich auch wirklich ein bisschen schlecht eine Frau zum Junggesellenabschied mitnehmen. Meiner Meinung nach. Also es gibt immer diese paar Ausnahmen von Frauen, wo das ohne Probleme geht. Aber zum Beispiel, was nicht geht, solange der Typ nicht schwul ist, sollte man als Frau auf jeden Fall zum Junggesellenabschied keinen Typen mitnehmen. Das funktioniert nicht, das wird eine Spaßbremse. Habe ich gehört, funktioniert wirklich nicht. Naja, Trauzeuge sein ist schon eine Ehre, aber echt viel Verantwortung. Mal sehen, wie das wird. Ja, genau, das ist auch der Gedanke, wieso ich dann sage, ich wäre nicht böse, wenn ich nicht Trauzeuge bin. Generell, nie. Aber ich bin immer beleidigt, wenn man mich nicht zum Junggesellenabschied mitnimmt. Ich will nicht sagen, aber das ist der Moment, wo ich mich austobe. Das ist der Moment, wo meine perversen Sprüche ihr den freien Lauf lassen. Das ist der Moment, wo innerhalb von 6 Stunden 720 Mal Giggity ausgesprochen wird. Und zwar unabhängig voneinander.
Nee, also da konnte ich mich mal wirklich austoben auf dem Junggesellenabschied, das war lustig. Also austoben hinsichtlich, ich konnte alles rauslassen an Kommentaren, was ich hatte. Ich habe, glaube ich, 10-mal an dem Abend mein Beileid für den, wer ist das? Für den Junggesellen? Für den Verlobten? Wie nennt man den? Ob du nochmal zu einem Junggesellenabschied eingeladen wirst, wenn deine Freunde dieses Video sehen? Klar. Wieso nicht? So ein Plätzchen ist nicht schlecht. Hier lässt sich's leben. Hast du die wilden Tiere vergessen? Nein, die verputzen wir zum Frühstück. Ich habe schon andere YouTube-Videos gemacht. Die sind mittlerweile gelöscht, weil ich so rückwirkend betrachtet fand ich die ein bisschen peinlich. Aber Bräutigam verloren. Ja, stimmt, Bräutigam. Dankeschön. Der Begriff ist definitiv adäquat. Ich habe durch ihn durchgeschossen. Ich sag's mal so, nach dem letzten Junggesellenabschied konnten eigentlich die Leute gar nicht erwarten, ihren eigenen Junggesellenabschied zu haben und mich dabei zu haben. Okay, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich sehr schlecht darin bin, als, Geht wie heißt doch. das? Während der Trauzeremonie, da darf ich nicht dabei sein, das geht nicht. Mein Onkel und ich saßen in der hintersten Reihe und haben die ganze Zeit gekichert. Das funktioniert nicht. Ah, hier sind ein paar Tiere. Solange du bei der Trauung nicht zu laut lachst. Nee, das tatsächlich nicht. Das war wirklich ein Kichern. Meine Ex hat es aber damals nicht so toll gefunden. Weil die so, oh mein Gott, wie romantisch, oh mein Gott. Und daneben ihr sitzen halt einfach diese zwei Typen und kichern sich halt einfach mal ins Fäustchen. Ich habe, glaube ich, hinterher noch 2 Tage Seitenschmerzen gehabt, weil ich so häufig einen Ellbogen in die Seite kassiert habe. Oh, ein tückischer Drachenschnappe. Sind ja gleich alle drei auf einen Haufen. Ah, shit. Ja, natürlich schieße ich daneben aus nächster Nähe. Ich muss da auch grinsen. Ja, das sind halt so irgendwie die Kommentare wie: Schatz, du bist das Beste und Wertvollste, was ich besitze. Ich kann mir kein Leben ohne dich vorstellen. Und dann kichern wir uns so ins Fäustchen. Und ohne mein Apple. iPhone und ohne mein BMW. Dann ohne die kann ich auch nicht leben. Das ist auch das Teuerste, was ich besitze. Was war danach? Ne, mir fällt da gerade echt nichts ein von der Trauung. Ich war zu sehr damit beschäftigt zu lachen. Das sieht eigentlich wie so eine Pflanze aus, die man aufheben könnte. Wir hätten ruhig öfter sowas einbauen können ins Gebiet, damit es auffällig ist, dass es auch Standard ist. Der Insel, ich habe ihn gehasst. Oh, guck mal. Ich habe einen Teleportstein gefunden. 3 Meter weiter von dem Teleportpunkt entfernt. Ach.
Ich habe mir vorgenommen, bei meiner Trauung läuft das Lied Highway to Hell oder Hell's Bells von AC/DC. Ich weiß nicht, ob das so gut ankommt. Aber ich kann es mir wirklich als was Episches vorstellen, wenn das tatsächlich läuft. Bist wohl auch auf besondere Trophäen aus, hm? Wie kommst du darauf? Was will man sonst in diesem Wald? Ein bisschen gefährlich für einen gemütlichen Spaziergang. Stimmt. Na denn, viel Erfolg und lass dich nicht essen. So. Das ist ja mal eine Überraschung. Ein Fremder hier in der Wildnis? Wie heißt du? Mein Name ist... Psst. Hast du das gehört? Muss mir nur eine Freundin suchen, dafür sie, wie sie steht. Hier muss man verdammt vorsichtig sein. Dafür musst du nur einmal zum Rock im Park und die Nicht-Frauenbühne suchen. Oder Rock am Ring oder und so weiter und so fort. Weil, aber die sind ein bisschen durchgedreht, da musst du aufpassen. Gefährlich in der Nähe. Hütte liegt ziemlich abgelegen. Gefährliche Gegend? Naja, hier in der Wildnis musst du aufpassen wie ein Luchs. Überall Viehzeug. Insofern ist ein Kerl wie du eine willkommene Abwechslung. Andererseits, wenn das Viehzeug nicht wäre, hätte ich auch kein Essen auf dem Teller. Nur die großen Exemplare gehen mir gegen den Strich. Jagen mir ständig die Beute ab. Übrigens an dieser Stelle nochmal wegen Rock im Park, hatte mir nämlich mein Kumpel erzählt. Da kommst du so also zu dieser Hauptbühne, wo wirklich Rock und Metal und sowas alles in der Richtung gespielt wird. Ich war nie dort, deswegen. Aber jedenfalls... Diese Hauptbühne, da stehen haufenweise Menschen und hauptsächlich Typen. Und dann drehst du dich so ein ganz kleines bisschen nach rechts, da hinten irgendwo gibt es dann so eine Sekundärbühne. Und auf dieser Sekundärbühne spielen dann halt so etwas softere Bands. Und davor ist einfach nur diese Gruppe, Masse von Mädels, Groupies und Kindern. Und dann weißt du einfach nur, okay, die sind hier aufgrund der Tatsache, dass es ein Festival ist und nicht aufgrund der Tatsache, dass hier Rock gespielt wird. Ein großer Jäger wie du macht doch bestimmt reiche Beute. Gut erkannt, Junge. Befolge die Regeln des Waldes und er wird sich um dich kümmern. Hier, das hat die letzte Jagd abgeworfen. Behalte es ruhig. Menschen, widerlich. Wie willst du dann eine Freundin haben, wenn das widerlich ist? Möchtest du dann so eine Waifu oder wie? Deine Hütte liegt ziemlich abgelegen. Ja, ist mir auch ganz recht. Die Menschen da draußen stehen ständig unter Stress. Aber hier im Einklang mit der Natur hat man seine Ruhe. Moment, war da nicht wieder ein Geräusch? Ich habe jetzt vergessen, wie diese Kissenfrauen heißen, deswegen habe ich die einfach Waifu genannt. Müsste jetzt nochmal nachschlagen. Deine Viecher lauern niemandem mehr auf. Eine bessere Nachricht gibt es für mich nicht. Die Viecher sind nicht zu unterschätzen. Hoffen wir mal, dass das alle waren. Ich hasse die Biester. Hier, dein Anteil an der Beute. Menschen gleich Plural, mir reicht ja eine Freundin. Tut das. Nee, ich weiß, was du meinst. Wobei, ein Harem. Okay. Hast gewonnen. Hast du keine Angst vor den Schatten? Nein, warum auch? Du denkst wohl, die dicken Mauern der Zitadelle bieten mehr Schutz als mein Wald hier, richtig? Da täuschst du dich aber. Die Zitadelle ist nichts weiter als ein Käfig, erbaut aus kaltem Stein. Aber hier kenne ich jeden Pfad, jeden Strauch und jeden Ast. Und sollte es zum Kampf kommen, kann ich mich auf meine Jungs hier verlassen. Denen traue ich weit mehr zu als allen anderen. Ich sag's mal so. Okay, ich mag Menschen. Ich glaube, du magst nur Frauen. Ich muss an dieser Stelle wirklich sagen, ich stelle es mir abartig kompliziert vor, ein Harem zu führen. Also mal abgesehen davon, okay, sagen wir mal, alle Frauen würden wirklich damit einverstanden sein, da als Masse zu sein. Aber holy shit, 10 Frauen Probleme gleichzeitig lösen bei 10 Frauen. Ich glaube, ich würde jeden Tag kotzen. Mist.
Jetzt kann ich das nicht zeigen. Achtet mal aber gleich auf die Holzblöcke hinter ihm, wie sie gestapelt sind. In etwa so sah auch mein erster Unreal Engine-Versuch aus, Gegenstände nebeneinander zu stellen. Was wirst du als nächstes jagen? Das weiß nur der Wald. Man muss nur zuhören, was er einem flüstert. Wenn der Wind sanft durch die Baumkronen streicht, die Blätter zu Boden fallen. So richtig ineinander. Ich glaube, ich habe genug gehört. Pass auf dich auf. Und vergiss nicht, immer gegen den Wind jagen. Ach so. Ich habe wirklich gehofft, dass er sagte, niemals gegen den Wind... niemals gegen den Wind pissen. Was gibt es hier zu jagen? Vom Varan bis zur Grabspinne treibt sich hier so ziemlich alles an Viehzeug rum, was du dir vorstellen kannst. Aber wenn man ganz genau hinhört, dann hört man hier ein sehr merkwürdiges Geräusch. Naja, es gibt angeblich noch irgendwelche Scheichs oder so, die sich noch ein Harem leisten können. Ja. Und dann gibt es uns. Setzt einen Punkt irgendwie dahinter, ich weiß auch nicht. Ein Tier? Vermutlich trifft man darauf, wenn man im Norden über den Wasserfall geht. Da ist irgendetwas Großes. Ich rate dir, sehr vorsichtig zu sein, wenn du dahin gehen willst. Okay, ich töte es. Beachtet ihr mich noch? Gegen den Windpissen ist ja langweilig. Leute mit Zweckpissen gegen den Elektrozaun. Ah, da ist gerade kurz alles verschwunden. Ist es nicht sogar so, dass es eigentlich nichts ausmacht? Das Schloss ist zu kompliziert für mich. Wobei... Keine Ahnung. Also, Ausrüstung, Ring, Silberzunge einschüchtern. Komm schon, ich muss doch jetzt langsam mal... Oder vielleicht sind sie auch einfach nur dumm und weiß es nicht. Schlösser knacken. Ach. Das Amulett ist, glaube ich, schon auf Schlösser knacken. Ja, sogar plus 10. Ohrring auf Schlösser knacken. Ach, komm schon. Moment. Benutzbares Zeugung. Ja, ich könnte ein Fingerblatt... bringt nichts. Diebeskraut. Fingerfähigkeit plus 2. Wenn ich davon 5 fresse, dann habe ich 110. Ganz ehrlich, ich habe es nie probiert, aber gibt eindeutig genug Idioten auf YouTube, die das gemacht haben. Hast du noch Tränke mit plus Schlösserknacken? Ja, ich suche gerade. Sieht aber nicht so gut aus. Ich würde dann einfach 5 von diesen Fingerdingern fressen. Und die restlichen 2 sind dann ja plus 5 oder sowas, dann bin ich auf 120. Das sollte dann passen. Okay, das wird jetzt eine... Ja, das wird eine lange Reihe. Okay. Wir pflanzen aber nicht erst... Ja, der Witz ist ja, 120 ist ja das Maximum. Ich bin jetzt bei 110. Das heißt, die letzten 2 Tränke, die dann plus 5 oder plus 10 geben, bringen mich auf 120. Also passt es doch. Okay, also die beiden hintereinander funktionieren. Und die 3 funktionieren. Ja, dann passt es doch. Ha! Ging ja sogar recht zügig. Kaperbüchse, 6 bis 60. Okay. Ja gut, das Gute ist an diesen Schrotflintendingern, die treffen dann auch aus größerer Distanz. Dann vielleicht nicht viel, aber die treffen noch. Und ich glaube, das Horn kann ich auch noch mitnehmen. Und das da ist auf jeden Fall eine Schatzka. Nein, ist es nicht.